Hi zusammen, hier ist Christian von appdate.de und ich befinde mich momentan am Lenovo-Stand und habe das Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus in meinen Händen. 10 bedeutet einfach nur, dass das Tablet eine 10,1 Zoll Diagonale besitzt. Es ist ein Full-HD-Display, ein IPS-Panel, was bedeutet, wir haben sehr stabile Blickwinkel. Wir können das Tablet oder das Display von allen Seiten betrachten und es besitzt eine Full-HD-Auflösung, das heißt 1920 Pixel mal 1200 Pixel und ist dementsprechend sehr hochauflösend auf diesen 10,1 Zoll. Angetrieben wird das gute Stück von einem Snapdragon 400 Quad-Core SoC mit 1,6 GHz. Wir haben 2 GB Arbeitsspeicher und auch 32 oder bis zu 32 GB internen Speicher. Das Gute an diesen Yoga-Tablets ist einfach die Tatsache, dass man hier so einen integrierten Kickstand hat. Das heißt, wenn man diesen Kickstand zusammenklappt, kann man das Tablet eigentlich ganz normal benutzen. Wenn man eben diesen Kickstand ausklappt, dann kann man das Yoga-Tablet auch auf den Schreibtisch wieder aufstellen und Filme oder irgendwelche Präsentationen betrachten, so wie man das eben von der Lenovo Yoga-Serie auch schon kennt. Von der Verarbeitung her macht das einen wirklich sehr guten Eindruck. Es besitzt auf der Vorderseite weiterhin noch eine 8 Megapixel Frontkamera mit sehr guten Blickwinkeln bzw. mit einem Weitwinkelobjektiv, sodass das wirklich sehr viele Inhalte erfasst. Und es hat eine Dicke von 8,1 mm. Momentan läuft das hier mit Android 4.3 Jelly Bean. Ob eine Version von 4.4 kommt, sei dahingestellt, aber ich denke schon, denn das Update, das ist schon angekündigt hier auf diesem kleinen Zettel, der hier an diesem Lenovo-Stand aufgestellt ist, also ein Update auf 4.4 KitKat wird dann sehr wahrscheinlich auch kommen. Auf der Rückseite haben wir noch hinter dem Kickstand einen kleinen Einschub, da kann ich meine SIM-Karte einlegen und kann mit Geschwindigkeiten im HSBA-Plus-Netz surfen, das heißt 42 Mbit im Download und das soll es für das erste gewesen sein mit einem kleinen Hands-on von dem Lenovo Yoga Tablet 10 HD+. Vielen Dank fürs Zusehen, bitte abonniert unseren Kanal und wir sehen uns wieder. Ciao!